Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 21 Hockey Ultimate Team Hut Rush 3 gegen 3 Online. Wir testen mal, wie es ist, 3 gegen 3 Online zu spielen. Bisher in dem anderen Modus 6 Spiele, 6 Siege. Heute können wir 4 Spiele, 4 Siege holen. Aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie das Ganze hier läuft. Das ist natürlich Threes, klar. Aber die Frage ist, gegen wen? Wir müssen noch 2 Spiele theoretisch gewinnen für diese 10.000 Punkte. Den 8. Level sollten wir aber, glaube ich, kriegen, wenn wir 1 oder 2 Spiele gewinnen. Ja. Mal gucken. Mal gucken, was jetzt drin ist. Vor allem online haben wir jetzt im anderen Modus gespielt. Der andere Modus kam uns natürlich mit Glück auch entgegen. Gestern, aber heute ist dann doch nochmal was anderes gegen Austin Matthews. Aber ich bin gespannt. Wie gesagt, ihr müsst mir immer noch Bescheid sagen, was ihr sehen wollt. Ob ihr sagen wollt, okay, pass auf, Matze, wechsle ab. Mach eine Woche Rivals, mach die andere Woche Hood Rush, Rivals, Hood Rush und so weiter. Es ändert sich ja nichts an der Online-Folge. Es sind 4 Folgen online und es sind 2 offline plus eine Event-Folge. 7 Folgen die Woche, ganz einfach. Genau, aber wie gesagt, es kommt halt darauf an, was wir uns hier spielen können. Für die Münze ist es natürlich besser, wenn du sagst, okay, du spielst nur Hood Rush. Sparst den Münzen auf und hast halt stetig die besten Spieler, die es gibt. Ist eine Möglichkeit, wenn ihr sagt, okay, wir wollen nur Hood Rush sehen, der Rest interessiert uns nicht. Das ist definitiv eine Möglichkeit. Das sind die Vexio Lakers, gegen die wir hier spielen, vom Logo her. Boston Bruins Fans. Fowler, den hat er verkackt. Hat auch Bishop im Tor. Jawohl, 1-0. Fowler bringt uns die Führung. Hintenrum gut gearbeitet, Querpass. Snapshot, Pass, Direktschuss. Boah, das ist Glück, dass er uns da den Snapshot dazu zählt als Punktelieferanten. Matthews durch die Mitte, Selani ist rechts, das ist halt einfach, das ist einfach. Aber wie gesagt, wenn wir dann 2 auf 0 Konter laufen, mehr oder weniger, ja, dann musst du ein Torhüter so weit auf die andere Seite rüberziehen, dass du nur einen Querpass spielen musst. Und schon steht es 2-0. Den buxiert er schön weiter. Aber wie gesagt, bringt die halt auch nichts. Der bringt ihm aber schon was, weil der ist nämlich gut gespielt. Bringt ihn aber auch nicht im Tor unter. Wir spielen die Scheibe einfach mal tief. Bishop hält fest. Fowler, Selani. Den haben irgendwie alle. Oder zumindest unser Gegner genau wie wir. Fowler hat dann Helm schon verloren. Pause. 2-0 Führung für uns. Natürlich auch viel Glück mit dabei, ist es klar. Die Scheibe nach hinten, Bishop. Selani. Die Scheibe war eigentlich schon weg. Oh, schön gespielt. Da hat er uns böse erwischt, weil wir beide noch nach draußen sind, obwohl es nicht nötig gewesen wäre. Wir hätten einfach in der Mitte stehen bleiben müssen. Das war nicht nötig, dass wir da beide nach außen ausweichen. Und jetzt droht uns das 2-2. Nee, Bishop hält fest. Bishop hält fest. Wir bleiben beim 2-1. Fowler passt auf. Jawohl, Fowler passt gut auf. Oh, Bishop aber auch. Schade. Ich dachte nämlich, dass wir den schönen mit dem Rückhandschuss reinlegen können. Nein, können wir nicht. Selani. Matthews kommt dann noch dazu. Matthews. Fowler mit dabei. 3-1. Aus, vorbei. Online-Sieg Nummer 7.
Wir sind gut in dem Modus. Gibt weniger Spieler zu verteidigen in dem Modus. So. So, dann kriegen wir 45.000 Punkte. So, da müssen wir noch irgendwas noch dazu gekriegt haben von anderen. 82 Gesamt-Choice-Pack, nicht tauschbar. Naja, das sind 82 Choice-Packs, passt schon. Nächste Folge, nächstes Spiel. Stopp. Sofort Replay, wir brauchen hier eins der ersten Tore bitte als Replay. In dieser zweiten Folge, vorhin die andere Folge war Outdoor Games mit dem schönen Outdoor-Blick. Nee, das will ich nicht, dann will ich das zweite Tor. Wobei das auch, das müssen wir im Nachhinein kurz anschauen, was mir da besser gefällt. Hier rum, so rum, genau. So, hier Matthews. Leicht gemacht hat er es uns da ein bisschen. Und zumindest Cam Fowler hat das leicht gemacht. Indem er da die Scheibe durchsteckt. Genau, passt. So, Spielende. Nächstes Spiel. Schauen wir mal gleich, was uns das nächste Spiel bringt. Drei Spiele haben wir heute noch. Also nachher noch eine Folge. Um 18.45 Uhr kommt die nächste Folge. Und dann, wie gesagt, die Rewards um 19.45 Uhr. Wer hätte das gedacht? So, einen Sieg brauchen wir noch in drei Spielen. Das sollte möglich sein eigentlich. Oh! Dieses Spiel. Beziehungsweise dieses Server von EA, ohne Witz. Da. Oh, schaut mal, da haben wir einiges freigespielt tatsächlich. Noch in regulärer Zeit ist es gut. Gut Rush-Matches spielen, da kriegen wir auch gleich mal zwei Anpassungs-Choice-Pack und 500 Münzen. Ja, da sind wir gut dabei, würde ich sagen. Auf geht's. Und 12 Sachen liegen hinten im Store. So, online, zweites Spiel bitte. Gut, kann natürlich auch sein, dass jetzt online relativ wenig spielen, durch das, dass niemand online ist. Aber wie gesagt, ich finde das immer noch ein bisschen blöd. So. Warum sind die Server so schlecht? Bei einer EA Play. 10 Stunden. Die jeder spielen darf. Vor offiziellem Release. Das kann doch nicht sein, dass die Server das jetzt schon nicht packen. Wie läuft denn dann, wenn das Spiel rauskommt? Dann ist er komplett Harakiri mit den Servern. Da brauchst du gar nicht mehr spielen dann. Also wie gesagt, das ist schon ein bisschen grenzwertig, Freunde. Bei EA. Ein bisschen grenzwertig. Vor allem das Schöne ist halt mit Hood Rush, es gibt uns halt die Möglichkeit, zumindest den Creatoren, dass du sagst, okay, pass auf, du bist gerade so angepisst von Rivals, dass du sagst, okay, weißt du was, scheiß drauf, ich spiele jetzt Rush und die Woche und dann ist gut. Weißt du? Spielst du das Spiel trotzdem noch? Ja, das ist halt der Vorteil, weißt du? Wenn es natürlich dann auf beiden Dingern dann scheiße läuft, ist halt scheiße. Aber wie gesagt, es gibt halt ein bisschen mehr Optionen. So, und ich hoffe, dass wir diesmal einen Gegner finden. Bitte. Bitte, liebes Game, bitte. Meine Playtime läuft ab, Freunde. Ah ja, das ist natürlich auch ärgerlich. Sicher, du darfst 10 Stunden spielen und sitzt dann hier theoretisch 30 Minuten und wartest auf den Spieler. Das ist halt auch scheiße. Für das, dass du dann vielleicht, keine Ahnung, 2 Minuten brauchst, um 2 Tore zu schießen oder 3 Tore zu schießen.
Ist auch ein bisschen grenzwertig. Aber gut. Lode steht eh schon da. Durchschnittliche Suchzeit 29 Sekunden. Okay, gut. Dauert halt länger. Wie ich ja vorhin gesagt habe, ich möchte halt Rivals möchte ich dann mit Trikots und allem drum und dran spielen, die dann auch richtig sind. Und deswegen nehmen wir uns da noch Zeit bis nächste Woche. Bis dann hoffe ich dann, dass wir alle Trikots haben. Wie gesagt, das Auswärtstrikot, die wir hier haben aktuell von den Kings, ist auch nur vorübergehend. Wir bekommen dann dieses Jahr vermutlich noch ein drittes Trikot, mit dem wir dann ab und zu mal spielen werden. Aber wie gesagt, müssen wir mal schauen. Wieder ein Fehler? Nein, wir haben Gegner gefunden. Wir finden einen Gegner. Tor mit Austin Matthews, 1 von 5. Mit Austin Matthews ist ein Tor geschossen? Aua. Also ärgerlich. Warum sind 10.000 Punkte? Das ist der Kanal. Nee, normal ist eigentlich gar nicht so schlecht für vorne. Genau, das sind eben die Übergangstrikots aktuell. Schön, dass er gewinnt. Ah! Dann kriegen wir die Scheibe nicht. Das ist natürlich auch ärgerlich. Okay, das ist super. Also das ist super ärgerlich. Und auch ein mini bisschen lächerlich, weil, wie gesagt, er schiebt die Scheibe nur von links nach rechts, nach links, nach rechts und macht eigentlich nichts. Er hat keinen Pass gespielt, nichts. Hier wieder. Kriegt die Scheibe mehr oder weniger gleich geschenkt. Fowler. Das könnte jetzt interessant werden. Oh, Selani, wie kann er denn den nicht machen? Den muss er halt eigentlich schon machen. Oh, was ist das? Check von hinten. Rittich, den hatten wir aber nicht zur Auswahl. Wäre natürlich auch ärgerlich, wenn du verschiedene Spieler mit verschiedenen Stärken. Also das Draft-System macht halt nur auch dann Sinn, wenn du dieselben Spieler draften kannst. Wenn du natürlich dann Spieler mit verschiedenen Stärken hast, dann ist natürlich Bullshit. Also ich gehe halt schon davon aus, Joe Sakic schon so. Aber hatten wir Dave Rittich? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir den hatten. Ich kann mich nicht daran erinnern. So lange her. So letzte Folge. Vor einer Stunde. Nicht mal. Also zeitlich bei mir nicht vor einer Stunde. Bei euch ja, aber bei mir nicht. Oh, starker Pass auf Sarkic. Der macht ihn aber nicht. Keith Matthews. Macht noch einen zweiten Durchgang nicht. Glücklich für uns. Ja, ein bisschen ärgerlich, was hier gerade. Wie gesagt, der macht keine großen Deeks. Und auch keine großen Sachen, wo man sagt, okay, ja. Ist krass, sondern es ist halt sehr Standard alles. Nein, das ist die Latte! Oh, ist raus aus dem Spiel. Kriegen wir jetzt? Nein, das war aber sein Schuss. Ich kann eh nichts dafür, wenn er nicht trifft. Und daneben schießt. So, 1-1. Das geht in die Verlängerung, aber ordentlich. Das geht ordentlich in die Verlängerung, Leute. Musik im Hintergrund immer noch nicht ausgemacht, fällt mir auf. Aber das ist auch egal. Vor allem hört man es nicht so krass raus.
Ja, wird es heute noch was oder gehst du pinkeln? Kompagnon? Bist du noch da? Gegner, hallo? Ja, dann drück doch weiter. Also wenn er da... Hey, ich hasse sowas. Unnötig einfach mal 30 Sekunden runterlaufen lassen, weißt du? Wie kann es denn sein, dass der Torhüter so einen Check geben kann? Wie kann das denn sein, Alter? Oh mein Gott. Wieso ist Sarkic denn so weit vorne gewesen da? Das ist die Frage, die ich mir gerade eher stelle. Wie Sarkic das so weit vorne gewesen sein kann, ohne dass da ein zweiter Mann spielt. Meine, dass sie von selber Ausflüge machen, ja. Man ist das... Oh, hätte man doch noch abspielen sollen irgendwie. Mir egal, 2-1. Wurscht. Punkte. So, und jetzt müssen wir es erzwingen. Oh mein Gott. Also wie gesagt, dieses Links-Rechts-Dieken im Stehen und der andere hat absolut keine Chance, dass er rankommt, ist schon ein bisschen nervig. Ja, und das ist auch absolut... sorry. Jetzt hat er 3 Sekunden noch. Und das ist absolut lächerlich. Das ist absolut lächerlich. Wir verlieren jetzt, weil unser Austin Matthews nicht fähig ist, dass er eine Scheibe aufnimmt. Hä? Und das ärgert mich dann halt schon sowas, weil das ist einfach, ja, das ist Bullshit, sorry. Spulen wir mal zurück, also die Szene, dass er durch das noch gewinnt. So, jetzt kommt hier der Schuss. Gut, er ist scheiße. Wir hätten, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich noch länger hätte warten können. Nee, ich glaube nicht, wahrscheinlich nicht. Aber das ist halt scheiße, pass auf, er schiebt ihn jetzt raus und Matthew schickt genau hier. Komm, Alter, du willst mir noch nicht sagen, dass man den nicht mitnehmen kann, die Scheibe. Das willst du mir doch echt nicht sagen. Das ist lächerlich, das ist echt lächerlich. Und anbei, ich habe es letztes Mal in den Kommentaren gelesen, ich habe den Kommentar wirklich gelöscht, weil mir zu schreiben, dass ich mich nicht so aufregen soll, in meinen Videos, ist frech, Kompagnon. Das ist echt frech. Weil das ist genauso zu sagen, wie du darfst das Spiel nicht kritisieren. Hä? Du willst doch nicht sagen, dass das gut ist. Das ist einfach nur lächerlich, weil er hätte verloren in dieser Szene. Er hätte verloren gehabt. Riddick ist am Boden, es ist eine 2-0-Situation und ein 85er Austin Matthews schafft es nicht, die ist ja nicht mal schnell. Weißt du, wenn das ein Hardcore-Pass gewesen wäre, hätte ich es ja verstanden. Aber das ist halt nicht mal schnell. Das schafft auch mein... Wenn ich einen 5-jährigen Sohn hätte, würde er das schaffen, die Scheibe aufzunehmen. Und wenn er es nicht schaffen würde, würde ich sagen, okay, er ist 5. Aber ein Weltstar wie Austin Matthews, das kannst du mir nicht erzählen, dass der die Scheibe nicht aufnehmen kann. Vor allem sein Spieler, der... Wo kommt Duncan Keith eigentlich her? Schau es mal an. Schau mal. Der steht an der Mittellinie. Und das führt dann halt zu einem 2-1. Und dann halt noch so Glück haben, dass meiner derjenige ist, der ihn reinschiebt, ist halt... Ah, oh, Alter. Ihr wisst, wie gerne ich das habe. Das ist lächerlich. Weiß nicht, ob die 35.000 aus dem letzten Spiel ist oder ob das dieses Spiel ist. Weiß ich nicht. Ja, also wie gesagt, das ist ein bisschen kritisch. Jetzt haben wir das erste Spiel verloren. Es ist okay, dass wir verloren haben. Mich nervt nur, wie wir verloren haben, weil das wäre nicht nötig gewesen. Oder zumindest nicht in der letzten Sekunde, dass diese Situation in der letzten Sekunde diese Halbzeit, dieses Drittels, das Spiel entscheidet, hat er das Spiel nicht verdient. Drückt mal so aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich wieder, genau, in der Stunde 18:45, nächste Folge. Bis dahin, ciao und ciao.